Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung, und zwar der Mods, die am 10. Februar im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Zuerst muss ich aber eine Entschuldigung loswerden, und zwar war ja gestern der geplant ein Livestream über die Kalmsten Farm. Leider hatte ich persönliche Probleme und konnte daher leider den Stream nicht machen. Ich werde auf jeden Fall das nachholen, entweder am Montag oder am Dienstag werden wir einen Livestream machen bezüglich der Kalmsten Farm. Oder wenn jemand etwas anderes möchte, eine andere Thematik, dann kann er das gerne im Kommentar mir mitteilen. Es gibt eine neue Karte im Giants Mod Hub, und zwar ist dies die New Bartelshagen, und zwar hier in diesem Falle fliegen wir gerade mal über diese Karte drüber. Es ist eine ziemlich kleine Karte, es ist eine Standardkarte von der Größe her. Weil sehr viel Wald an dem Kartenende zu finden ist, scheint die Karte ein bisschen kleiner. Bartelshagen wurde das erste Mal 1316 urkundlich erwähnt, und zwar als im Testament des Fürsten Witzlaf III. In Rügen dann diesen Landteil quasi der Bevölkerung der Barterbürger übergab. Und aus Bartelshagen kommt auch ein bekannter Schiffsbauer oder der Begründer der Werft, und zwar Nikolaus Dierling, also die Dierling-Werft in Damgarten, also wo damals insbesondere Barken, Bricks und Schoner gebaut worden sind. Ich werde nicht sehr im Detail hier auf die Karte eingehen. Die Karte beinhaltet alles, was man von einer Karte erwartet. Das heißt also zum Beispiel, die Schweinezucht ist eingebaut. Dann haben wir die Pferdezucht hier. Des Weiteren gibt es ein ziemlich schön großer Hof, also sehr weitläufig gebaut, mit einem kleinen Tümpelteich hier rund um das Hofgelände herum. Was auch schön ist, ist, es gibt neue Texturen, also hier zum Beispiel am Boden diese Betonplatten als Detail, finde ich sehr schön gemacht, also sehr stimmig. Falls ihr möchtet, dass ich einen detaillierten Rundgang um die Karte mache, bitte lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. Dann würde ich natürlich dann sehr gerne auch einen Überblick über die Karte verschaffen und auch entsprechend zeigen mit den Details, falls das gewünscht ist. Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, ohne weitere Verzögerung legen wir gleich los mit der Mod-Vorstellung außerhalb der Karte, die im Giants Mod Hub veröffentlicht worden ist. Bevor wir starten, doch möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bedanken. Diesmal bei Frank, Matthias, Simon, Imre, Günther und Bernd für die Abos. Es rockt, es geht vorwärts. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Abos. Es freut mich, dass euch der Inhalt hier gefällt und dass ich so weitermachen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Livestreams. Wir legen los mit der ersten Mod, und zwar ist das der John Deere 6155M von Cayman. Downloadgröße 40,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der 6155M kommt standardmäßig mit 172 PS, wird manuell geschaltet, 270 Liter Tankfüllmenge, 19 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h, wiegt 6,8 Tonnen. Preis in der Standardversion 120.500 Euro. Bei der Konfiguration haben wir die Möglichkeit hinzuzufügen ein Frontgewicht von 360 Kilo, 560 Kilo, 760 Kilo und einer Tonne 10 Kilo. Oder natürlich an der Frontkupplung. Bei den Reifenherstellern haben wir die Möglichkeit zwischen Michelin, Mitas, Continental, BKT, Vredestein und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich nicht durch. Bei der Konfiguration kann hinzugefügt werden eine Rundumleuchte links, rechts oder beidseitig. Des Weiteren haben wir die Konfigurationsmöglichkeit eines GPS, aber nicht das Guidance Steering Mod, sondern GPS als dekorativen Objekt, und zwar der GS4640 und das Starfire 6000, das GS4640 und das SF6000 RTK. Frontlader-Anbau, ganz schön zu sehen, hier gibt es die Möglichkeit von John Deere,
Quickie und Hauer. Also es gibt hier die drei Möglichkeiten. Bei der Motorenausführung haben wir die 6155 oder die Echo Shift, was im Prinzip nichts ändert im Spielverlauf. GPS, natürlich der Guidance Steering von Wobster kann hinzugefügt werden. Und natürlich kann auch das Kennzeichen geändert werden. Von MacTrucker 921 kommt dieser kleine Tieflader. Downloadgröße 14,51 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wiegt 3,8 Tonnen und kostet standardmäßig 15.500 Euro. Bei der Körbekonfiguration kann aus dem Flachbett ein Kippaufbau hinzugefügt werden. Mit einem Ladevolumen von 22,4 Kubikmeter wiegt dann 10,8 Tonnen. Des Weiteren können Protokollgabeln hinzugefügt werden, also für den Forstbau. Und zurück zum Flachbett. Reifenhersteller gibt es zwischen Lizard, Nokian und Trelleborg. Bei den Kupplungsvarianten gibt es ein flacher Rahmen mit Heckkraftheber, einen Schwanenhalsrahmen und auch mit Heckkraftheber. Bei der Hauptfarbe haben wir die Standardpalette, da können wir kreativ werden. Die Designfarbe, wenn ihr dann was sucht, das ist dann nur aktiv, wenn ihr den Kippaufbau oder die Protokollgabeln habt. Und natürlich die Felgenfarben, ganz klassisch. Auch hier kann natürlich das Kennzeichen hinzugefügt werden. Um den Tieflader zu nutzen, drückt man ganz normal die X-Taste, dann werden die Rampen ausgefahren mit Ton und Animation. Auch kann mit der gedrückten linken Maustaste eben, wie gesagt, die Höhe verstellt werden. Und das ist also dieser kleine Tieflader von MacTrucker. Kommen wir zu einem kleinen Mod von Pushcup und Foxel. Downloadgröße 0,98 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dies dieser kleine Rechen. Mit diesem Rechen können Sie einfach Stroh, Futterreste und so weiter aus der Karte entfernen. Also quasi einfach wegmachen, wie mit dem Besen. Ist sehr klein, also es ist je nachdem, wo man ihn braucht, ist es ein bisschen fittelig mit dem zu hantieren, aber es ist schön, dass wir eine solche Option haben. Der Rechen kommt ganz einfach so daher, 10 Kilogramm wiegt er, bisschen schwer für den Rechen, ne? 140 Euro kostet er und bei der Hauptfarbe kann gewählt werden, welche Farbe das Metallteil, also der Rechen vorne, haben soll. Von JTL Logging kommt dieser Paladin Kompaktladerschaufel. Mit einem Fassungsvermögen von 750 Liter und einem Gewicht von 250 Kilo, Preis 800 Euro. Natürlich kann hier die Farbe geändert werden zwischen Grau, Rot und Schwarz. Diese Schaufel ist gedacht für die Kompaktlader. Downloadgröße 0,74 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Von Pablo 10-12-99 und Castan 18 kommen diese polnischen Big Bags und zwar mit der Downloadgröße von 1,19 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt das Paket mit vier Big Bags, einmal dem Dünger Lubowska, dann Dünger Pulan, Salmag und Saatgut KWS. Wie natürlich der Name sagt, ist der Luvena Lubowska natürlich ein Mineraldünger, so wie auch der Pulan und der Salmag. Natürlich auch, wie der Name sagt, beim KWS ist das natürlich Saatgut. Das Fassgewicht der Pack kommt von FBX Modding. Downloadgröße 0,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt das Pack mit zwei Gewichten und einmal das eine Fassgewicht Nummer 1, das ist das querliegende Fass, und einmal das Fassgewicht Nummer 2, das stehende Fass. Das querliegende Fass wiegt 350 Kilo und kostet 800 Euro. Hier kann natürlich aus der Standardpalette die Farbe gewählt werden. Das stehende Fassgewicht wiegt 500 Kilo, kostet ebenfalls 800 Euro. Und hat dieselbe Farbpalette zur Auswahl. Das Sweetemaker Siva Pack kommt von Nicopix. Downloadgröße 14,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Das Pack kommt mit zwei Anhängen für Gras, Heu, Stroh, Häckselgut, Silage und es scheint auch Zuckerrohr.
Und zwar gibt es den Anhänger in zwei verschiedenen Größen. Einmal den Siva 27, wiegt 7,8 Tonnen, Ladevolumen 45 Kubikmeter mit einem maximalen Zuladegewicht von 16,2 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Bei der Konfiguration kann ein Aufbau hinzugefügt werden, der dann das Volumen auf 48,5 Kubikmeter erhöht. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, BKT und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch und hier kann natürlich auch das Kennzeichen hinzugefügt werden. Dann haben wir den 840er, der ist ein bisschen größer, ist ein Dreiachser mit einem maximalen Ladevolumen von 48,5 Kubikmeter, Gewicht 8,6 Tonnen und mit einem zuladbaren Maximalgewicht von 19,4 Tonnen. Preis 72.000 Euro. Auch hier kann natürlich ein Aufbau hinzugefügt werden, welcher dann das Volumen auf 54 Kubikmeter erweitert. Die anderen Konfigurationen bleiben wie beim kleinen Bruder. Der Lizard RDMR 300 kommt von Holz FS. Downloadgröße 3,66 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und klar handelt es sich hier um ein Mähwerk, welches 878 Kilo wiegt, 100 PS braucht, um korrekt bedient zu werden, eine Arbeitsbreite von 3,40 Meter aufweist und mit 15 km/h arbeitet. Kostenpunkt? Sehr günstige 2.100 Euro. Bei den Farben kann gewählt werden zwischen Rot, Grün, Blau und Gelb. Die nächste Mod ist der Massey Ferguson 212 von Nico Du 55, Downloadgröße 8,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich hier um einen Kipper, ein Anhänger für Tretgut. Kommt standardmäßig mit 15 Kubikmeter Fassungsvermögen und einem Gewicht von 5,6 Tonnen. Grundpreis 14.800 Euro. Bei der Kapazität kann ein Aufbau hinzugefügt werden auf 17,2 Kubikmeter und natürlich kann auch hier das Kennzeichen geändert werden. Wir kommen zu einem Ladewagen von der Bergmann Shuttle Serie von UFO 361, Downloadgröße 17,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack auch mit zwei verschiedenen Größen und einmal diesem 450S mit einem Standardvolumen von 45,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 11,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht 22,1 Tonne, braucht 240 PS, um bedient zu werden und Arbeitsgeschwindigkeit bei 17 km/h. Preis in der Standardausführung 110.500 Euro. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Bei der Abdeckung kann natürlich eine hinzugefügt werden, ja oder nein. Da es ein Ladewagen ist, kann natürlich ein Siliermitteltank hinzugefügt werden. Und bei den Farboptionen haben wir zwei Optionen, einmal zwischen Weiß und Grau. Dann haben wir die nächste Version, das ist die 490er S. Kommt mit einem Standardvolumen von 49,5 Kubikmeter, Gewicht 13,1 Tonne, zuladbares Maximalgewicht von 20,9 Tonnen, braucht 300 PS und arbeitet mit 17 km/h. Preis in dieser Standardausführung 131.000 Euro. Hier haben wir dieselben Reifenhersteller, die ausgewählt werden können. Bei der Abdeckung natürlich alles dasselbe, alles wie gehabt, genauso wie bei der Farbe. Bei beiden kann natürlich das Nummernschild hinzugefügt werden. Wir kommen zum nächsten Anhänger und zwar dem Lizard Tandem 18T Pack. Und zwar kommt das von Hispano. Downloadgröße 15,66 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt auch dieses Pack mit zwei verschiedenen Anhängern. Und zwar ist das eine der Tandem 18T mit dem Ladevolumen von 20,5 Kubikmeter, wiegt 4,9 Tonnen, kann bis zu 15,6 Tonnen zugeladen werden und kostet 20.500 Euro. Die Reifenhersteller können geändert werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Bei der Anhängerkonfiguration kann geändert werden zwischen der Zugöse oder der Kuppel. Abdeckung kann natürlich hinzugefügt werden.
Und bei den Farboptionen haben wir die Hauptfarbe an sich, natürlich der Body. Die Designfarbe betrifft die Abdeckung und die Felgenfarbe spricht für sich selbst. Und zwar ist es natürlich die Felge. Der nächste im Pack ist der Tandem 18T AW mit einem Standardvolumen von 20,5 Kubikmeter, wiegt 5,3 Tonnen, kann bis zu 15,2 Tonnen beladen werden und kostet 25.500 Euro. Hier haben wir überall dieselben Ausstattungsmerkmale wie beim anderen Fahrzeug. Und zwar unterscheidet sich dieser hier natürlich damit, dass dieser ein Überladerohr hat, also ein Überladewagen eigentlich ist. Der Lizard Feldbehälter, also diesem sehr witzigen und sehr interessanten Fahrzeug hier, kommt von Sleutjes Modding, Downloadgröße 4,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Lizard Feldbehälter hat ein Ladevolumen von 30 Kubikmetern, wiegt 4,2 Tonnen, braucht 110 PS, um bedient zu werden und kostet 24.000 Euro. Bei der Hauptfarbe kann geändert werden. Der untere Teil, also der Rahmen, also im Prinzip der Rahmen des Anhängers. Die Designfarbe betrifft das Rohr und natürlich die Felgenfarbe, die Felgen. Also dieses Teil kann benutzt werden quasi als Motherbin, als Mutterbin an dem Feld. Das heißt, wenn ein Drescher, ihr könnt den Drescher hier entleeren und dann schön nach und nach in die Anhänger, in den Shuttle überfüllen. Finde ich eine sehr witzige Option. Mit der Taste V kann der Anhänger runtergelassen werden, also so, damit er stabiler auf dem Feld steht. Also wenn er dann in der Funktion ist, kann man den senken. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Der wird auf jeden Fall bei mir drin bleiben. Dieser kleine Pflug von der Marke Fortschritt B125 kommt von AAA Modding, Downloadgröße 4,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 935 Kilo, braucht 80 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 1,5 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Kostenpunkt hier 9.000 Euro. Bei der Konfiguration haben wir hier die Möglichkeit zu ändern zwischen der braunen Version, der grünen Version und der Standardversion. Und das war es dann auch schon bei der Konfiguration. Der Rabe Bluebird 6000 kommt von SMI Modding Team, Downloadgröße 7,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Grubber, der in zwei Versionen gekauft werden kann, und zwar zum einen die Frontversion, der vorne angehängt werden kann, wiegt 2,3 Tonnen, braucht 170 PS, Arbeitsbreite 6 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Preis 37.500 Euro. Natürlich kann hier die Designfarbe geändert werden zwischen dem klassischen Rabe Blau oder natürlich der schwarzen Version, was im Prinzip nur die Zinken bewirkt. Dann haben wir die hintere Version. Da haben wir ein Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 170 PS, Arbeitsbreite 6 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Preis 35.000 Euro. Hier kann entschieden werden, ob eine Rolle hinzugefügt wird, eine Käfigrolle oder ohne Rolle. Die Designfarbe hier hat dieselbe Funktion wie beim anderen Anbaugerät. Der Degelmann ProTil 40 kommt von FG Modding und zwar ist hier eine Scheibenecke im Angebot mit der Downloadgröße von 9,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar, wie gesagt, eine Scheibenecke mit dem Gewicht von 14,5 Tonnen, braucht 615 PS. Braucht man einen großen Träger für sowas. Arbeitsbreite 12 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet in dieser Version hier 108.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zu den platzierbaren Objekten und starten mit dem mittleren Fahrsilo-Set, das von Mephius FS kommt. Downloadgröße 0,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Paket bestückt mit zwei Silos der mittleren Größe von 8 Meter x 39 Meter. Beide kosten 40.000 Euro und Unterhalt pro Tag sind 60 Euro. Unterschied ist, dass eine abgeschrägte Kante hat am Ende und am Beginn
und die andere halt ohne. Das nächste Objekt ist das kleine Tierheim von Matei Mods. Downloadgröße 6,62 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Was ich nicht ganz verstehe, warum das kleines Tierheim genannt wird, denn es ist ein Unterstand für Fahrzeuge, ebenso wie in der Mod-Beschreibung gesagt. Ein kleiner Unterstand, tägliche Kosten 10 Euro, Preis 25.000 Euro. Kamil bringt uns ein Bauernhaus und zwar mit der Downloadgröße von 1,07 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses hier. Klar kann ich jetzt nicht ein zweites platzieren. Preis 25.000 Euro und wir haben hier natürlich den Schlaftrigger wie auch den Kleiderschrank. Dann kommen wir zu einem weiteren Mod von Zottel Zockt und zwar eine sehr interessante Mod und zwar heißt diese Lagerhaufen für Erdfrüchte und Steine. Downloadgröße 0,86 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar, wie der Name sagt, sind das Lager entweder für Zuckerrüben, Stein, Kartoffel, Rübenschnitzel und Silage. Also hier jeweils 1 Million Kapazität. Kostenpunkt für jeden dieser Lagerplätze 25.000 Euro und Unterhalt pro Tag je 10 Euro. Interessant, also ich finde es sehr schön, finde es gut gemacht und es ist auch sehr nützlich. Also eine Alternative zu einem, ja sagen wir mal, gecheateten Multifrucht-Silo. Sehr schön, jetzt können auch Steine endlich so gelagert werden, wie es sein soll. Auch von Zottel Zockt eine nächste Mod und zwar auch genauso interessant wie die vorhergehende. Downloadgröße 1,07 MB in der Version 1.0 und ist auch für alle Plattformen. Und zwar ist das die Kalk- und Rübenschnitzelproduktion. Und zwar nimmt dieser Mod den Gesteinsbrecher von dem Standardspiel und fügt die Funktion hinzu, dass eben beim Gesteinsbrecher von Steinen Kalk hergestellt wird. Und der zweite Teil ist die Rübenschnitzelproduktion und das ist sehr interessant, weil es bis anhin offiziell im Spiel lediglich die Option gegeben hat, Rübenschnitzel zu produzieren mit dieser Schaufel, die da quasi die Zuckerrüben durchlaufen müssen. Jetzt haben wir tatsächlich hier eine andere Option zur Verfügung und die man vielleicht ein bisschen einfacher nutzen kann. Und zwar produziert ihr ein bisschen besser und zwar sind das 360 Zyklen pro Monat, nimmt 4000 Liter Zuckerrüben und gibt 4000 Liter Zuckerrübenschnitzel. Die Platzierungskosten oder Baukosten je Produktionsstätte hier 10.000 Euro. Kommen wir zu einer Produktionsstätte von Omatana und zwar mit der Downloadgröße 1,95 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen und zwar ist das dies hier, dieses Fermentier-Silo. Das ist dieses Teil hier, das nimmt Gras, Heu und Häckselgut und produziert dann Silage. Laut Beschreibung soll also bis zu 120.000 Liter Silage pro Tag hergestellt werden können. Dann kommen wir zu einer weiteren Mod von Omatana und zwar hier das Wasserpack, Downloadgröße 0,63 MB in der Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Und zwar sind das hier, ach wie könnte man es erwarten, weitere Brunnen, Wassertankstellen. Also da glaube ich, haben wir jetzt ziemlich viele schon gesehen. Ist natürlich zu finden unter Container. Und zwar haben wir den Hydranten, die Gartenpumpe mit Holzbecken oder den Steinbrunnen. Wir schließen den Kreis der heutigen Mod-Vorstellungen wieder mit Cayman. Also wir haben damit angefangen mit seinem John Deere Pack. Und hier kommen wir zu einem weiteren Mod und zwar dem Weidezaunpack. Wie gesagt von Cayman, Downloadgröße 0,67 MB in der Version 1.0 und natürlich für alle Plattformen. Es handelt sich hier um das Pack, was dir die Möglichkeit gibt, quasi einen Weidezaun aufzubauen und auch dazu die Möglichkeit, ein Tor mit einzubauen. Es wird dir sogar angezeigt, in welche Richtung das Tor sich öffnet und dann geht es wieder weiter mit dem Weidezaun. Das war es denn auch schon wieder mit den Mods, die gestern am 10.02. bei Giants im Mod Hub veröffentlicht worden sind. Hier zu Gast heute waren wir auf der Neubartelshagen 2022 Karte von ACVR mit der Downloadgröße von 116,66 MB in der Version 1.0 und ist erstmal nur für PC und Mac.
Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte euren Daumen da. Kommentiert die eingangs erwähnten Punkte in den Kommentaren. Lasst mir euer Abo da. Wollt ihr keine weiteren Inhalte dieser Art verpassen? Und natürlich auch, wenn ihr bei den kommenden Let's Plays mit dabei sein wollt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann später nochmal mit den Mods, die heute am Freitag rauskommen und eventuell schon dem Update vom Factsheet Friday. Ich hoffe, dass wir da weiterhin neue Maschinen und Geräte bekommen werden mit dem Update, das demnächst erscheinen sollte. Und zwar, ich glaube, das müsste dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche oder maximal zwei soweit sein. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.